Jo, was geht ab? Hier ist wieder Freshbooks! Und wir zeigen euch jetzt 10 Produkte, die ihr garantiert nur fühlt, wenn ihr über 30 seid. Platz 10 ist der Kärcher Abzieher für die Dusche. Ich meine, der sieht jetzt zerrobbt aus, ja? Aber früher hat Mutti immer gesagt, ach, zieh die Dusche ab, wenn du geduscht hast, das gibt Kalk! Und jetzt macht man es selber. Und jetzt macht man es selber. Aber dieses Ding, ich muss mal wirklich ein Loblied auf den Kärcher Fensterabzieher. Das Teil ist so krass cool. Das zieht das Wasser hier rein, sammelt es hier und danach ist die Dusche trocken. Hammer, ich liebe es wirklich. Ich habe das Ding in manuell und habe gedacht, ich wäre schon spießig. Also einfach so Ikea 79 Cent zum Runterziehen. Ja, 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 klar. Aber das ist die Steigerung hier, motorisiert. Ich habe natürlich auch den normalen Abzieher. Aber irgendwann tunst du dein Leben. Irgendwann bist du über 30 und dann brauchst du... Platz 9. Saugroboter. Oh ja. Ich meine, wir haben schon ein Video über den Dyson-Staubsauger gemacht, aber die Steigerung ist der Saugroboter. Was für ein Traum, Digga. Das muss wirklich jemand sein, der Menschen geliebt hat, der gesagt hat, ich produziere was einfach von alleine saugt. Wie geil ist das denn? Weißt du, was auch geil ist? Ich habe es nur gelesen, ich kenne es nicht, aber es gibt ja auch so Saugroboter, die noch wischen. Die wischen? Oh! Also, das fühlt ihr dann nur, wenn ihr 40 seid. Aber ernsthafte Frage, was kostet so ein Ding? Also so ein normaler Saugroboter? Ich glaube, das ist sehr teuer, gell? Kommt drauf an, es gibt sie in der Billigversion um die 200 Euro. Du kannst, glaube ich, bis zu 500, 600 zahlen. Wir haben einen iRobot. Okay. Und der hat, glaube ich, so 300 gekostet. Wie lange kann der wischen? Es reicht normalerweise für die ganze Wohnung, aber der ist halt, keine Ahnung, der saugt halt wie ein Kleinkind. So ohne Sinn und Verstand, fährt überall dagegen, fährt sich ständig irgendwo fest, bleibt unterm Sofa hängen oder fährt über den Wäscheständer und dann liegt er so wie ein Käfer auf dem Rücken, oder? Ja, ist so. Und du gehst aus der Wohnung raus und denkst so, wenn ich zurückkomme, ist alles gesaugt. Und dann hängt er da nach einem Meter über dem Wäscheständer. Also lieber einen teureren nehmen. Oder Platz 8. Platz 8 ist, und ich muss es zugeben, ich gönne mir das, eine Putzfrau. Dazu müssen wir ganz klar sagen, das ist kein Ding, kein Produkt, nein, sondern das ist einfach eine sehr wertvolle Dienstleistung. Ich habe bisher keine Putzfrau, aber du schwörst vollkommen drauf, ne? Also natürlich brauchst du eine Putzfrau, die wirklich auch super ist, die vertrauenswürdig ist, weil das ist ja, ich meine, die macht in deinen persönlichsten Sachen rum und bei uns ist sie sogar allein in der Wohnung. Aber ich liebe unsere Putzfrau. Die ist so toll. Es gibt kein besseres Gefühl auf der ganzen Welt, als morgens rausgehen, auf die Arbeit gehen. Und dann kommst du abends zurück und es ist alles sauber. Und es steht so ein ganz leichter Geruch nach so Zitrusfrische in der Wohnung. Weißt du, ich liebe das. Oh, ich liebe das. Und mit 25 denkst du noch, Leute, die eine Putzfrau haben, sind die dekadentesten, ältesten Leute. Und ich muss ja sagen, ein weiteres großes Plädoyer für die Putzfrau ist einfach der Grund, bei uns gab es früher immer so ein bisschen Stress am Wochenende. Wer putzt jetzt was und so weiter. Weißt du, weil es gibt die Sachen, auf die hast du keinen Bock. Mal putzen. So, ja? Ja. Jetzt hast du das ganze Wochenende frei. Mega. Also diese 12 Euro pro Stunde lohnen sich einfach. Ja, vor allem, weil man gibt ja auch anderes Geld so sinnlos aus. Wo ich mittlerweile halt auch denke, wenn du dir damit was Gutes tun kannst, jemand anderem was Gutes tun kannst, der damit noch Geld verdient und auch noch alles so mega sauber ist. Warum rechtfertigen wir jetzt uns eigentlich dafür, dass ich eine Putzfrau habe? Weil ich das Gefühl habe, immer man müsste sich rechtfertigen, wenn man eine Putzfrau hat, aber über 30 ist das voll okay. Platz 7 ist eine Küchenmaschine und die beste ist da der Thermomix. Oh, auf keinen Fall. Monsieur Cuisine von Lidl. Moment mal. Unser Thermomix ist der geilste Shit des Planeten. Er ist super krass teuer. Wirklich super übertrieben super krass teuer. Und es passen nur 2,5 Portionen rein. Das ist nicht richtig. Wir haben doch eben, habe ich dir Spätzle hier mit Schweinegulasch gemacht. Ja, aber ich musste mich schon zusammenreißen. Es war noch was da. Ich bin nicht satt geworden. Deine Frau war auch da. Die ist schwanger. Entschuldigung. Dann würde ich nichts wegessen. Aber es passt nicht mehr rein. Aber was ist denn das Bessere an dem Monsieur Cuisine? Der Preis natürlich. Aber es ist genau das gleiche Volumen, oder nicht? Ja. Aber wenn du weniger zahlst, bist du auch mit einem gleich großen Volumen zufrieden. Guck mal, es ist so wie mit Apple. Apple hat einen fetten Namen, ist dreimal so teuer. Ich habe schon immer Samsung-Handy. Reicht vollkommen aus. Sag nicht mehr. Platz Nummer 6. Ein Apple-Produkt. Leute,
Wirklich, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, ich weiß, du hast immer Samsung-Produkte, aber was bist du am Kotzen mit deinen Samsung-Produkten? Ich habe halt einen iMac und ich habe ein iPhone. Und seit ich das habe und seit ich kein verdammtes Windows mehr habe, habe ich keine Probleme mehr. Und das habe ich erst erkannt, als ich über 30 war. Sorry to say, aber es ist einfach so stabil. Es sieht einfach so gut aus. Es funktioniert. Über 30 legt man auch Wert auf Qualität. Du hast letztens den Spruch gebracht. Kaufst du günstig, kaufst du doppelt. Boah, voll der Elternspruch. Aber es ist doch so. Es ist so. Wie oft habe ich schon so richtig günstige Sachen gekauft, weil ich dachte, da brauchst du nicht das Teuerste. Ja doch, brauchst du doch, weil du es danach halt nochmal kaufst. Platz 5. Der Trockner. Wenn ihr 18 seid, dann wird die nasse Wäsche einfach so über die Heizung geworfen, überall verstreut. Die Pullover, die Hoodies so an der Türklinke aufgehängt. Aber wenn du 30 bist, dann sagst du, hey, so ein Trockner ist was Feines. Da kann ich meine Bettwäsche, die ich alle 2 Wochen wechsle, direkt reinwerfen. Da können meine Handtücher kuschelig weich werden, wenn ich sie in den Trockner mache. Und das Geilste an einem Trockner ist, du musst nicht mehr bügeln. Wenn du es schnell reinmachst und schnell wieder rausholst, musst du nicht bügeln. Mein Trockner, I love you. Platz 4 ist die Steuerberaterin. Oder der Steuerberater. Oder der Steuerberater. Etwas, wovon wirklich, also ich muss sagen, Steuer, boah, habe ich da keinen Bock drauf. Leck mich am Arsch, habe ich keinen Bock drauf. Und dann haben meine Frau und ich irgendwann gesagt, ey, komm, wir geben es an eine Steuerberaterin. Und diese Entscheidung war so gut und so richtig, weil, ich erkläre euch auch warum, wenn du die Steuer selbst machst, dann hast du den Stress damit. Und klar, du bekommst was raus. Aber du wirst nie so viel rausbekommen, wie der Steuerberater rausholt. Und damit bezahlt er sich quasi umsonst. Es geht am Ende 0 auf 0 auf, aber du hast den scheiß Stress nicht damit. Platz 3 ist der Grill. Oh. Und wir reden hier von einem richtigen Grill. Nicht so ein kleiner, nicht so ein kleiner Kugelgrill. Ein Standgrill, wahrscheinlich noch mit Gas. Wo du den Deckel, du musst den Deckel aufmachen. Richtig. Mit 4 Brennern, mit Temperaturanzeige, mit Seitenkochfeld. Wollte ich gerade sagen. Nicht so ein kleinen, das zählt auch nicht, nicht so ein kleinen Weber-Grill, wo diese Mini-Gasflaschen dran können, kommen, sondern muss schon eine große Standflasche sein. Platz 2, der Soda-Stream. Oh. Weil ich meine, du wirst gemütlich ab 30. Du möchtest nicht mehr Freitagnachmittag in den Supermarkt fahren und Kästen kaufen und schleppen, sondern du sagst dir, hey, ich kann mit meinem Wasserfilter das Wasser aus dem Wasserhahn ziehen und dann schön sprudeln. Da habe ich alles, was ich brauche und es ist gut für die Umwelt. Das heißt, du hast wirklich noch einen Wasserfilter, in dem du vorher das Kalk rausfilterst und dann machst du es in den Soda-Stream. Da trinkst du quasi komplett totes Wasser. Nice! Okay, und wir kommen jetzt zu dem ultimativen Punkt, an dem ihr merkt, dass ihr über 30 seid. Wenn ihr bis hierhin 5 Sachen hattet, bei denen ihr sagt, jupp, check, dann müsst ihr das Video auf jeden Fall mal liken und teilt es auch mit einem von euren Kumpels. Platz 1, der teure Gin. Der teure Gin. Und wir reden hier nicht von so einem Bombay. Nein. Und erst recht nicht von einem Gordons, sondern wir reden hier von... Ich habe tatsächlich den Gin 7 mir gekauft. Kennst du den? Mit 7 Kräutern? Ja. 7 Kräuter aus der grünen Soße. Also, die Flasche ist winzig und dafür ist der wirklich viel zu teuer, aber es ist einfach, du genießt diesen Gin, ja, weißt du? Ja, klar. Das ist was anderes als so ein Gordons, wirklich. Oder zum Beispiel auch einen Bulldog, ein Monkey 47 oder von Barbarossas, den Ingwer Gin. Den finde ich auch geil, kann man sehr gut. Kenne ich nicht, würde ich aber gerne mal probieren. Dann lade ich dich mal ein zum Brunch, zum Gin-Tasting. Und im Gin-Tasting. Oh, und dann kannst du auch nochmal meinen Grill angucken. Daydrunk, Alter. Das gibt die nächste Serie. Like das Video, teilt es mit einer Person und wir sehen uns nächste Woche wieder. Warum sage ich eigentlich immer nächste Woche? Wir sehen uns gar nicht nächste Woche. Wir machen 2 Videos die Woche, Leute.